Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung, zu der wir Sie gemeinsam mit dem Metropolverlag einladen. Und es geht um die Präsentation eines umfänglichen Bandes. Er heißt, von der letzten Zerstörung die Zeitschrift von lästen Ruben. Der Jüdischen Historischen Kommission in München 1946 bis 1948. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Herausgeber Frank Beer und Dr. Markus Roth für die Lesung Ruth Reinecke und Dr. Angelika Königseder, die die Moderation der Veranstaltung übernehmen wird. Wir senden diesen Livestream einmal mehr aus dem Auditorium des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. Einzig Herr Bär wird aus Bergisch Gladbach zugeschaltet sein. Ich möchte Ihnen kurz Frau Dr. Königseder vorstellen. Sie ist langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Und ihr oblag die wissenschaftliche Geschäftsführung des umfänglichen Projekts Der Ort des Terrors, eine Reihe mit insgesamt neun Bänden zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Hervorzuheben sind ihre Beiträge zur Situation jüdischer Displaced Persons in Deutschland. An erster Stelle sei das zusammen mit Juliane Wenzel verfasste Buch, Lebensmut im Wartesaal, die jüdischen DPs im Nachkriegsdeutschland genannt. 1994 erstmals publiziert und 2004 neu aufgelegt. Außerdem ein weiteres Buch über jüdische Displaced Persons 1945 bis 1948 mit dem Titel Flucht nach Berlin. Ein Hinweis noch zu unserem Programm. Die nächste Veranstaltung der Stiftung wird in zwei Wochen, also am 22. Juni stattfinden. Auch dazu sind Sie, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich eingeladen. Ich darf nun Frau Dr. Königseder um die Einführung bitten. Besten Dank, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, diese Veranstaltung auch heute Abend zu moderieren. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich zur Vorstellung dieses wichtigen und gewichtigen Werks. Sie haben es jetzt schon wieder mitgenommen. Es ist umfangreich, es ist schwer. Nun misst sich die Bedeutung eines Buches sicherlich nicht am Gewicht, aber es ist bemerkenswert dass dieses Werk von der letzten Zerstörung, die Zeitschrift von letzten Hurben der Jüdischen Kommission in München 1946 bis 1948, das Frank Bär und Markus Roth im Metropolverlag herausgegeben haben, auch ein wirklich umfängliches Werk ist. Trotz zahlreicher Forschungen zu den jüdischen Displaced Persons ist deren Geschichte nach wie vor wenig bekannt. Immer wieder begegnet man einem erstaunten, das habe ich ja gar nicht gewusst, wenn man über die weit mehr als 200.000 Jüdinnen und Juden spricht, die dem nationalsozialistischen Völkermord entkamen und zwischen 1945 und 1949 manche gar bis 1957 in sogenannten DP-Lagern in Deutschland lebten. Einige der größeren von der US-amerikanischen und der britischen Armee eingerichteten Lager beherbergten bis zu 7000 meist ursprünglich in Ostmittel und Osteuropa beheimatete Menschen, die im Nachkriegsdeutschland auf eine Gelegenheit zur Auswanderung warteten. Weitgehend distanziert von der deutschen Umgebung entwickelten sich diese Lager zu kleinen Gemeinden, die von den Überlebenden selbst verwaltet wurden und nach und nach alle Lebensbereiche wie Politik, Kultur, Schulen und Berufsausbildung, Presse, Sport und vieles mehr umfassten. Mit dem Zentralkomitee der befreiten Juden entstand eine überregionale Interessenvertretung. In dessen Kultur- und Erziehungsamt gründete Mosche Feigenbäum im November 1945 die historische Kommission, die es sich zur Aufgabe machte, alles zu sammeln, was das Leben und Sterben von Jüdinnen und Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft dokumentierte. Von August 1946 bis Dezember 1948 gab die Historische Kommission die Zeitschrift von Letzten Hurden heraus. Die zehn Ausgaben dieser jiddischsprachigen Zeitschrift liegen nun in diesem Band in deutscher Übersetzung und mit, und mit sorgfältiger Kommentierung vor. Die darin versammelten Berichte, Dokumente, Lieder, Gedichte und Fotos sind ein eindrucksvolles Zeugnis jüdischen Lebens von Würde, Selbstbehauptung und Widerstand während der immer bedrohlicheren und schließlich tödlichen Verfolgung durch die Besatzer und ihre Helfer, erschütternde Dokumente der Auslöschung zahlloser jüdischer Gemeinden von Deportation und Mord. Markus Roth, einer der beiden Herausgeber, wird uns im Folgenden eine Einführung in dieses Projekt geben. Anschließend liest Ruth Reinicke Auszüge aus drei Dokumenten. Es folgt ein kurzes Podiumsgespräch mit Herrn Roth und dem uns dann zugeschalteten zweiten Herausgeber Frank Beer. Sie haben währenddessen die Gelegenheit, Ihre Fragen per E-Mail an uns zu richten. Diese E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Ich werde versuchen, Ihre Fragen zu bündeln und an die Herausgeber zu richten, darf aber bitte schon vorab um Ihr Verständnis bitten, wenn wir es möglicherweise aus Zeitgründen nicht schaffen sollten, all Ihre Fragen zu beantworten. Bevor Herr Roth nun beginnt, möchte ich Ihnen die Beteiligten des heutigen Abends kurz vorstellen. Ruth Reinecker ist Schauspielerin und viele von Ihnen kennen sie sicherlich als langjähriges Ensemblemitglied des Berliner Maxim Gorki Theaters. Im Jahr 2016 erhielt Frau Reinecker für die Rolle der Marlene Kupfer in der TV-Serie „Weißen See“ den bedeutenden Grimme-Preis. Markus Roth hat Germanistik. Polonistik und neuere und neueste Geschichte studiert und wurde mit seiner Arbeit zu den Kreishauptleuten im besetzten Polen und ihre Karrieren nach 1945 promoviert. Seit vergangenem Jahr ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz Bauer Institut in Frankfurt. Zuvor war er stellvertretender Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der Universität Gießen. Frank Behr ist promovierter Naturwissenschaftler und Mitherausgeber der umfänglichen 2014 ebenfalls im Metropolverlag erschienenen Quellenedition Nach dem Untergang: Die ersten Zeugnisse der Shoah in Polen 1944 bis 1947. Und damit darf ich Ihnen das Wort übergeben, Herr Roth. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Einführung, Frau Königseder. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, wir stellen Ihnen heute ein, ähm, wie ich finde, faszinierendes und in seiner Form einzigartiges Zeitschriftenprojekt vor. Die Zeitschrift von der letzten Zerstörung, von letzten Hurben, wie es im jüdischen Original heißt, die von Israel Kaplan im Auftrag der jüdischen Historischen Kommission von 1946 bis 1948 in München herausgegeben worden ist. Diese Zeitschrift war ein Forum für vielfältige Formen und Zeugnisse der Erinnerung an die Shoah. Bevor Sie nun gleich einige Auszüge hören, möchte ich Ihnen kurz einleitend gerne die Bandbreite und Konturen dieses Zeitschriftenprojektes äh, sowie auch die Motive, die dahinter standen, vorstellen. Israel Kaplan, der diese Zeitschrift hauptsächlich betrieb, ein Historiker aus Riga, erkannte die Möglichkeiten, die sich durch den Umstand boten, dass in den sogenannten DP-Camps, DP steht für Displaced Persons, Tausende Überlebende lebten, die hier zusammenlebten, aber eben recht unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Regionen mit der Shoah gemacht hatten. Im November 1945 rief Kaplan in der jiddischen Zeitung Unser Weg dazu auf, Material zu sammeln und Zeugnis abzulegen. Denn, so schrieb Kaplan, jeder Überlebende sei ein lebendiger Schatz, ein, ich zitiere, ein Zeuge und eine Quelle, die extrem wichtiges Material zur Verfügung stellen kann, das absolut unerlässlich ist, um eine grobe Geschichte der vergangenen Periode zu konstruieren. Zitat Ende. Mehrfach wiederholte Kaplan in der folgenden Zeit seinen dringenden Appell. Er wiederholte ihn mehrfach, weil er sich in einem Wettlauf mit der Zeit äh, sah. Denn, so vermutete er, bald schon würden die Überlebenden auseinandergehen. Vieles würde auch bald in Vergessenheit geraten und so rief er zum Beispiel 1947 seine Kolleginnen und Kollegen auf einer Konferenz der Historischen Kommissionen in Deutschland noch einmal eindringlich dazu auf, diese Chance zu nutzen, dass so viele Überlebende an einem Ort zusammenleben. Jedem DP liege, so Kaplan, Geschichte auf der Zungenspitze. Ich zitiere, man braucht nur ein Ohr zu haben, lasst uns sammeln. Retten. Die im November 1945 gegründete Zentralhistorische Kommission beim Zentralkomitee der befreiten Juden in der amerikanischen Zone setzte es sich, ähnlich wie in anderen Ländern, zum Ziel, Zeugnisse, Dokumente und anderes Material zu sammeln, damit Historiker künftig darauf zurückgreifen könnten. Zahlreiche regionale und lokale Ableger, auch in anderen Besatzungszonen, nicht nur in der amerikanischen, wurden ins Leben gerufen. Die Überlebenden der Shoah sollten Material beisteuern, das eine umfassende Dokumentation jüdischen Lebens und Leidens unter den Deutschen sowie des Kampfes gegen sie überhaupt erst ermöglichen würde. Dafür warb man in Zeitungsannoncen und auf Plakaten, die in den Lagern, in denen die DPs lebten, ausgehängt worden sind. In diesem Zusammenhang kommt die Zeitschrift von letzten Kurben, von der letzten Zerstörung ins Spiel. Sie sollte unter anderem diese Sammlungstätigkeit der Kommission unterstützen und ihre Leserschaft durch immer wiederholte Aufrufe zusätzlich dazu motivieren, zu schreiben und Material zur Verfügung zu stellen. Spiritus Rector dieser Zeitschrift war eben Israel Kaplan. Er wurde 1902 in dem Städtchen wologin geboren, das seinerzeit zum russischen Teilungsgebiet Polens gehörte. Dieser 80 Kilometer nordwestlich von Minsk gelegene Ort, der heute in Weißrussland liegt, Belarus, war ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung waren Juden, was in dieser Region auch überhaupt keine Ausnahmeerscheinung war. 1919 zog Kaplan nach Kovno, Kaunas, in das gerade erst unabhängig gewordene oder werdende Litauen, dessen Hauptstadt Kaunas ab 1920 provisorisch werden sollte, weil ähm, Vilnius-Vilna in polnischer Hand war. In Kaunas studierte Kaplan Geschichte, er schrieb eine Dissertation über die spanische Inquisition, wurde Lehrer und verdingte sich äh, zusätzlich auch als Journalist. Hier heiratete er Lea Grünstein, die im Unterschied zu ihm, der Zionist war, eine überzeugende Kommunistin war und als solche während der Shoah auch Verbindungen zum kommunistischen Widerstand pflegte. Nach dem Einmaß der Deutschen 1941 musste das Ehepaar Kaplan mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in das Ghetto in Kaunas umziehen und dort leben. Als im Februar 1943 zum wiederholten Male ein sogenannter Zählappell abgehalten werden sollte, meldete sich Kaplan hier, weil, wie ihm vorher mitgeteilt worden war, wohl keine Gefahr drohte, deportiert zu werden. Entgegen diesen Versicherungen jedoch wurde er festgehalten und war unter denjenigen 500 Ghettobewohnern, die von Kaunas nach Riga ins dortige Ghetto deportiert wurden. Eine Zeit lang konnte er von dort noch Verbindung zu seiner Familie in Kaunas halten wurde aber 1944 von Riga aus über das KZ Kaiserwald, das sich in der Nähe Rigas befand, nach Dachau in dessen Außenlager Kaufering verschleppt. Seine Frau Lea konnte ähm, im Dezember 1943 die gemeinsame Tochter aus dem Ghetto herausschmuggeln und bei Nichtjuden unterbringen und auch, im, äh, auch für den Sohn fand sich im April 1944 ein Versteck außerhalb des Ghettos. Das Mädchen wurde wahrscheinlich verraten. Im Juni 1944 hatte die Familie zum letzten Mal ein Lebenszeichen von ihr erhalten. Und Lea Grünstein Kaplan selbst befand sich kurz vor der Befreiung Kofnus wahrscheinlich in einem Versteck auf dem ehemaligen Ghettogebiet, wurde ähm, wohl gefunden und wahrscheinlich erschossen. Israel Kaplan wurde während eines Todes Todesmarsches befreit und musste dann längere Zeit im Krankenhaus für Displaced Persons in St. Ottilien bleiben, bevor er wieder einigermaßen genesen war und sich in München niederlassen konnte. In München arbeitete er für die jüdische Zeitung Unser Weg, aus der ich eingangs zitiert hatte. Er wurde Mitarbeiter der Zentralen Historischen Kommission und schließlich eben Redakteur der maßgeblich von ihm initiierten und betriebenen Zeitschrift von letzten Hurben, von der letzten Zerstörung, um die es hier heute Abend geht. Hinter Kaplan und der Zeitschrift stand, Frau Königsede hat ihn schon ähm, erwähnt, äh, Meusche Feigenbäum, der 1945 zu den Mitbegründern der historischen äh, Kommission in München gehörte. Er war 1908 im heute ostpolnischen, damals im russischen Teilgebiet gelegenen biawa Podlaska geboren, einem Städtel, mit damals rund 13.000 Einwohnern, von denen die Hälfte Juden waren. Feigenbäum war gelernter Buchhalter. Er überlebte die deutsche Besatzung zunächst in den Ghettos von Biaba Podlaska und äh, Mirnsejec Podlaski. Er konnte aus einem Transport in das Vernichtungslager Treblinka äh, fliehen und überdauerte bis zu der Befreiung dann in einem Versteck in seiner Heimatstadt Biaba Podlaska. Und bereits dort begann er auch über die Shoah und seine Erlebnisse zu schreiben. Nach der Befreiung schloss er sich zunächst der Jüdischen Historischen Kommission in Polen an, bis er im Herbst 1945 dann das Land verließ und nach München kam, wo er seine Arbeit dann als Direktor der dortigen Zentralen Historischen Kommission fortsetzte. Ja, sammeln und motivieren zum Sammeln waren zentrale, aber nicht die alleinigen Anliegen der Zeitschrift. Sie und das gesamte zusammengetragene Material von der Historischen Kommission sollten auch eine Art symbolischer Grabstein für die Toten sein, eben für die Toten, die kein wirkliches Grab hatten. Die weitergehenden Ziele, die Kaplan und Feigenbeu mit dieser Zeitschrift verfolgten, die legten sie im August 1946 in der ersten Ausgabe in programmatischen Artikeln dar. Feigenbäum verband mit der Arbeit der Kommission und der Zeitschrift noch ein weiteres Ziel. Er sah nach dem Krieg aller Orten eine Ignoranz der Shoah gegenüber und auch schon ein Herunterspielen der Verbrechen. Dementsprechend war er auch den Alliierten gegenüber misstrauisch, die unter anderem in Vorbereitung auf die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse Material zusammengetragen hatten und darüber nun verfügten. Ob aber jüdische Historiker jemals auf dieses Material Zugriff hätten, es einsehen könnten, das sei so Feigenbäum höchst fraglich. Außerdem war er der Überzeugung, dass dieses Material blinde Flecken aufweise, weil eben die jüdische Perspektive kaum vorkomme. Seine Schlussfolgerung aus dieser Einseitigkeit der Perspektive war die gleiche, die bereits jüdische Aktivisten vielerorts schon während der Verfolgung und des Massenmords daraus gezogen hatten. Die Verfolgten selbst, beziehungsweise die Überlebenden, waren gefordert, das notwendige Material, das eben das ganze Geschehen und nicht nur den Blick der Mörder abbildete, zu sammeln oder es überhaupt erst zu schaffen. Allzu viel war zerstört, gezielt von den Deutschen beseitigt oder durch Kriegseinwirkungen im Kampf gegen die Verfolger und anderweitig vernichtet worden. Die Perspektiverweiterung, Perspektiverweiterung die Feigenbäume und die anderen jüdischen Pioniere der Holocaust-Dokumentation und Holocaust-Forschung Mithilfe des Materials ermöglichen und anstoßen wollten, sollte nach Jahrzehnten auf sich warten lassen. Das in München gesammelte Material, das Ende der 40er Jahre nach Israel gebracht und im Archiv von Yad Vashem aufbewahrt wurde und wird, blieb viele Jahre nahezu unberührt. Und so erging es auch manch anderen von den jüdischen Kommissionen gesammelten Quellenbeständen. Ein formuliertes Anliegen jedoch führte zu einem klar messbaren Erfolg. Nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe der Zeitschrift stieg die Zahl der bei der Zentralen Historischen Kommission und ihren Außenstellen eingereichten oder dort protokollierten Zeugnissen deutlich an. In der ersten Ausgabe von August 1946 informierte man die Leserschaft darüber, dass 100 Zeugenaussagen gesammelt worden seien. In Ausgabe 3, zwei Monate später, konnte man bereits eine Verdopplung melden. Im März 1947 waren es schon fast 600 Zeugnisse. Und am Ende der Tätigkeit der historischen Kommission, nach drei Jahren Arbeit, waren über 2500 Zeugenberichte nach Israel verschifft worden. Hinzu kamen zahlreiche weitere Quellen und Dokumente, Fotos und auch Gegenstände. Dieser beachtliche Anstieg, der sich in allen Sammlungsbereichen feststellen lässt, hat natürlich nicht nur mit dem Erscheinen der Zeitschrift zu tun. Auch die Kommission bildete ihre Strukturen baute ihre Strukturen stetig aus und bildete mehr lokale Strukt äh, Kommissionen, so dass ähm, die Sammlungstätigkeit an Fahrt aufgenommen hat. Was im August 1946 als Versuch unge mit ungewissem Ausgang begonnen worden war, währte bis Dezember 1948, also etwas mehr als zwei Jahre. In diesem Zeitraum erschienen in unregelmäßigen Abständen zehn Ausgaben. Ursprünglich war eine monatliche Erscheinungsweise geplant worden, tatsächlich aber variierte die Zeitspanne zwischen zwei Ausgaben der Zeitschrift zwischen ein und neun Monaten. Auch der Umfang variierte relativ stark. Insgesamt umfassten die zehn Ausgaben, die erschienen sind, rund 1100 Seiten. Die Auflage schwankte zwischen 5000 und 8000 Exemplaren. Gedruckt wurde die Zeitschrift von der letzten Zerstörung von Anfang an mit hebräischen Lettern, anders als manche andere jiddische Zeitschrift im Nachkriegsdeutschland, die in ähm, lateinischer Umschrift abgedruckt wurde, weil hebräische Drucksets ähm, Mangelware waren. Sie wurde ab Januar 1947 in München in der Druckerei von Die Neue Zeitung produziert, wo deutsche Sätze eigens angelernt worden waren, mit den hebräischen Lettern zu arbeiten. Später wurden die Druckvorlagen in einer eigenen Setzerei erstellt. Dass diese Zeitschrift ausgerechnet in der Druckerei gedruckt wurde, in der auch der völkische Beobachter gedruckt worden war, wird sicherlich auch für Kaplan und die anderen Beteiligten ein zusätzliches Triumphgefühl verursacht haben, ein Sieg über die nationalsozialistischen Verfolger. Von der letzten Zerstörung war die einzige Zeitschrift, die sich ausschließlich der Dokumentation der Shoah widmete. Andere jiddische Zeitschriften in Nachkriegsdeutschland ähm, widmeten sich dem Thema auch immer wieder und auch ausführlich ähm, und druckten Zeugnisse verschiedener Art ab. Davon zeugen nicht auch letztendlich Übersichten über ähm, solche Veröffentlichungen in der jiddischen Presse, die in, von der letzten Zerstörung abgedruckt worden sind. Allein dadurch ähm, hat man schon einen Wegweiser sozusagen zu der im jüdischen Berichterstattung über die Shoah in Nachkriegsdeutschland und kann sich ein Bild über die Themenvielfalt äh, aus dieser Zeit machen. Die Themen der Zeitschrift waren vielfältig und umfassten etliche Bereiche, die von weiten Teilen der Holocaustforschung erst seit einigen Jahren in den Blick genommen worden sind. Der Schwerpunkt liegt weit überwiegend auf den deutsch besetzten Gebieten Mittel- und Osteuropas, den sogenannten Bloodlands, wie Timothy Snyder sie genannt hat, wo vor dem Krieg auch die meisten Juden gelebt hatten und während der deutschen Besatzung das Epizentrum des Massenmords an den Juden gelegen hatte. Die meisten DPs in nachkriegsdeutschland stammten zudem aus dieser Region, obwohl viele von ihnen die Shoah dort nicht miterlebt, sondern im Osten der Sowjetunion überlebt hatten. Dorthin waren viele von ihnen von den stalinistischen Behörden 1940-41 deportiert worden. Mit diesem regionalen Schwerpunkt kamen Themen in den Blick, die im außerjüdischen bzw. außerjüdischen Diskurs sowie in den Nürnberger Prozessen kaum zur Sprache kommen. Neben Darstellungen über das Schicksal einzelner Städte und Gemeinden, die an Vorkriegstraditionen anknüpften, waren dies Berichte über jüdischen Widerstand, über Vernichtungszentren, das Schicksal jüdischer Kinder, die Todesmärsche 1944-45. Sowie das Alltags- und Kulturleben vor allem in den kleineren Ghettos im Baltikum, in Weißrussland und in der Ukraine. Die allermeisten Beiträge sind Zeugnisberichte, die die betreffenden Personen entweder selbst geschrieben oder mündlich einem Kommissionsmitglied berichtet haben, das diese protokolliert hat. Die erste Ausgabe von, von der letzten Zerstörung wartete nicht nur mit programmatischen Artikeln Kaplans und Feigenbäums auf, Sie setzte zugleich auch inhaltliche Akzente, in dem fast das gesamte breite thematische Spektrum der Le ähm, Zeitschrift vor den Leserinnen und Lesern ausgebreitet wurde. Israel Kaplan begann hier beispielsweise einen ähm, Text, der in der folgenden Ausgabe fortgesetzt wurde: über den Widerstand im Ghetto von Riga, also über Widerstand äh, an einem Ort äh, abseits vom Warschauer Ghetto, was auch schon damals, äh, unmittelbar nach dem Krieg, zu einer. Erinnerungsikone für jüdischen Widerstand geworden war. In dieser Startausgabe legte Jakob Waldmann Zeugnis vom Vernichtungslager Chelmno ab, über das sowieso nur sehr wenige Menschen berichten konnten, weil dieses, diese Vernichtungsstation, die 60 Kilometer nordwestlich von Lodz gelegen hatte, kaum jemand überlebt hat. Sie war neben den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka im Osten bzw. Nordosten des besetzten Polens. Das einzige Lager, in das Juden allein mit dem Ziel, sie zu töten gebracht worden waren. Und es gab dort eben mit Ausnahme der sogenannten wenigen Arbeitsjuden keine Häftlinge wie in den Konzentrationslagern. Und dementsprechend konnten auch nur sehr wenige von dem Massenmord dort berichten. In der Zeitschrift wurden manche dieser seltenen Zeugnisse abgedruckt. Auszüge aus einem hören wir auch gleich. Der Selbstbehauptung waren etliche Artikel gewidmet. Das sind also all jene Akte, die der Verfolgung und Demütigung durch die Nationalsozialisten etwas entgegensetzten, das geeignet war, die Würde der Menschen zu verteidigen, ihnen Kraft und Zuversicht zumindest für einen Moment zu schenken, sowie ihre Kultur, Religion und Geschichte zu bewahren. All das, was eben ähm, die Deutschen vermeiden wollten, verhindern wollten und verboten. Das umfasste die Organisation kultureller Aktivitäten in den Ghettos, beispielsweise Konzerte, den Aufbau eines geheimen Schulwesens, die Aufrechterhaltung religiösen Lebens und anderes mehr. Behandelt wurden in den Zeugnisberichten auch Themen wie jüdische Kriegsgefangene, ein bis heute praktisch unerforschtes Gebiet, die Todesmärsche, Frauen, Zwangsarbeit, Essen, Musik und vieles andere mehr. Bei diesen thematischen und regionalen Schwerpunkten fiel manches durch das Raster bzw. geriet gar nicht erst in den Blick. Denn obwohl die Mehrzahl der jüdischen DPs in Nachkriegsdeutschland mit der Zeit diejenigen waren, die der Shoah durch ihr Exil im Osten der Sow äh, Sowjetunion entkommen waren, spielten die dortigen Erfahrungen kaum eine Rolle. Auch die Shoah im deutsch besetzten Nord-, West- und Mitteleuropa sowie in den Satellitenstaaten oder bei den Verbündeten waren kein Thema. Eine Ausnahme ist das Zeugnis von Anna Holzmann, die ähm, aus München ähm, als christlich getaufte Frau, die zum Judentum übergetreten ist, ähm, als sie ihren jüdischen Mann heiratete und die trotz aller Drangsalierungen ähm, standhaft geblieben ist und dem nicht abgeschworen hat und ähm, dementsprechend verfolgungen in münchen erleiden musste. aufgrund dieser geschichte kann man diesen beitrag vielleicht auch dem thema widerstand oder selbstbehauptung zuordnen was dann wieder sehr gut in das konzept der zeitschrift passte. auch die früh einsetzende kritische diskussion über das verhalten von judenräten oder jüdischen polizeien in den ghettos findet sich in der zeitschrift allenfalls nur in Vereinzelten Bemerkungen in den Beiträgen nicht aber als breites Thema wieder. Und auch die großen Zentren jüdischen Lebens, also Warschau und Lodz und andere, waren kaum Gegenstand der Beiträge. Es sind aber nicht nur klassische Zeugnisberichte, die in dieser Zeitschrift publiziert wurden. Es war Israel Kaplan ein besonderes Anliegen, auch Material einer von ihm sogenannten Folklore zu sammeln. Das waren Witze, Gerüchte, Anekdoten, Spitznamen, geflügelte Worte, die in den Ghettos und Lagern und in manchen Gemeinden kursierten, zum Teil eine Tarnsprache. Und auch dieser alltags- und kulturgeschichtliche Ansatz wurzelte in Traditionen der Vorkriegszeit und erscheint aus heutiger Sicht mit Blick auf die Holocaust-Forschung hochmodern und innovativ. Kaplan schrieb einleitend zum ersten Teil dieser Sammlung, dass diese Anekdoten, Witze etc. das Einzige gewesen seien, was die Nazis den Juden nicht hätten nehmen können. Diese geflügelten Worte und Spitznamen nannte er die ewig bestehende Stimme Jakobs. Ihre Bedeutung setzte er hoch an. Sie war, schreibt Kaplan, ich zitiere, balsam für die verzagten Herzen und zerschlagenen Gemüter. War man auch dem größten Druck ausgesetzt und er trug alles mit zusammengepressten Lippen. Während man von nicht freundlich gesinnten Augen und Ohren umlagert war, so war einem die Zunge dabei doch nicht an den Gaumen geklebt. So wie das ganze Leben aus den Fugen geraten und bitter geworden war, so zürnte auch die Zunge und formte messerscharfe Ausdrücke. Diese gesammelten Redensarten publizierte Kaplan 1949 als Buch und 2018 erschien diese Sammlung in erweiterter Form auch auf Englisch. Ein weiterer Schwerpunkt der Sammlungs- und Veröffentlichungstätigkeit waren Lieder aus den Ghettos und Lagern. Jede Ausgabe der Zeitschrift enthielt mehrere dieser Liedtexte und auch Aufrufe bei der Kommission, Lieder einzureichen bzw. sie dort vorzusingen. Denn dieses Liedgut, was in den Ghettos sehr verbreitet war, sollte eben nicht nur mit Texten, dokumentiert werden, sondern es sollte vor allem auch eben als gesungenes Lied gesichert werden. So hat man in diesen Aufrufen informiert, dass jedes Lied sofort auf Schallplatte auf, auf aufgenommen werden könnte und diejenigen, die vorsängen, könnten ein Exemplar auch direkt mitnehmen. Und noch in den 40er Jahren erschien auf Grundlage dieser Sammlungstätigkeit und weiterer Sammlungen Bücher und Broschüren mit Liedern aus den Ghettos und Lagern, die oft auch Teil der dortigen Widerstandsbewegungen waren. Ein Teil dieser Lieder steuerte Kaplans Sohn bei, der getrennt von seinen Eltern im Versteck überlebt hatte und nach der Befreiung von Kaunas die Sammlung, die sein Vater angelegt hatte und die er vergraben hatte, ausgrub und mitnehmen wollte. Sie wurden ihm allerdings auf den Weg nach Deutschland abgenommen von NKWD-Männern. Aber als er später die Gelegenheit hatte, hat er sich noch in Stettin auf der Heimreise hingesetzt und mit der Niederschrift einiger dieser Lieder aus dem Gedächtnis begonnen. Ja, dieses Buch von Kaplan über die Redensarten erschien 1949 in München zu einer Zeit, als die meisten DPs Deutschland schon verlassen hatten und vor allem in Richtung Palästina, Israel, die USA und Kanada ausgewandert waren. Und auch die zentrale historische Kommission verlor dementsprechend immer mehr Mitglieder. Im Juli 1948 waren es noch 47 Personen. Im Oktober des gleichen Jahres waren nur noch vier davon übrig. Und unter ihnen auch Kaplan und Feigenbäum. Die im Dezember noch die letzte Ausgabe der Zeitschrift herausbrachten. In der letzten Ausgabe bilanzierte Feigenbäum in einem Tätigkeitsbericht die Arbeit der Zentralen Historischen Kommission und er erinnerte an die schwierigen Anfänge und Rahmenbedingungen der Arbeit. Die wichtigsten Dokumente, die die Alliierten gesammelt hatten, seien fortgeschafft worden und er klagte, ich zitiere, die Deutschen begannen dann auch selbst damit, die Köpfe wieder zu erheben, so dass es zu diesem Zeitpunkt bereits eine schwierige Aufgabe war, aus ihren Archiven irgendwelche Dokumente zu bekommen. Zitat Ende. Die deutschen Juden, selbst durch die Shoah dezimiert, hätten, so Feigenbäum, auch keine geheimen Archive angelegt, weil sie seiner Meinung nach ähm, eben zu Disziplin erzogen worden seien und. Ähm, auch nach dem Krieg, wie er ihn vorwarf, nicht das geringste Interesse an der historischen Arbeit gezeigt hätten. So sei schon, fügt er praktisch in seiner Bilanz entschuldigend an, von Anfang an klar gewesen, dass man keine großen Leistungen hätte erbringen können unter diesen schwierigen Bedingungen. Die Bilanz, die er nun vor der Leserschaft ausbreitete entsprach vielleicht nicht seinen eigenen hohen Erwartungen, die konnte sich aber doch angesichts all dieser Erschwernisse durchaus sehen lassen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit hatte die Sammlungstätigkeit gestanden, vor allem Zeugenberichte sollten ähm, gesichert werden. Und das waren, wie ich schon sagte, über 2500 Texte, die zusammengetragen worden waren. Darüber hinaus hunderte Lieder und Gedichte, 1081 Fotos, zahlreiche Dokumente aus der NS-Zeit, darunter viele aus München und zu den bayerischen Juden. Tausende Dokumente aus der Vor- und Nachkriegszeit, viele Bilder, historische Artefakte zur Shoah, Objekte, KZ-Kleidung und ähnliches, jiddische Bücher, antisemitische Literatur, Fragebögen von Kindern über deren Verfolgungserfahrungen, ein halbes Dutzend Filme und eben auch ein umfangreiches Pressearchiv mit Artikeln und Presseorganen der vielfältigen DP-Presse. Die Zeitschrift sah Feigenbaum auch als einen Erfolg, Erfolg an. Es habe viele positive Reaktionen aus der ganzen Welt gegeben. Dies und die hohe Auflage bestätigten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit dieser Zeitschrift. Hatte die Kommission zu Beginn ihrer Tätigkeit noch ausgeschlossen, das gesammelte Material auch zu publizieren, da sie, wie es hieß, nicht genügend intellektuelle Kräfte hatte? war man bald schon dazu gekommen, ein Forum zu benötigen, das zum Ablegen eines Zeugnisses anregen sollte. Daraus entwickelte sich dann eben im Laufe der Jahre mitten im Land der Täter in München, der sogenannten Hauptstadt der Bewegung, diese einzigartige Zeitschrift, die sich eben ausschließlich der Dokumentation der Shoah widmete. Im Januar 1949, einen Monat nach Erscheinen der letzten Nummer, löste sich die Kommission auf das ähm, jivo das ähm, jüdische wissenschaftliche institut in new york hatte zuvor ein angebot über, unterbreitet das material zu übernehmen auch die zeitschrift fortzuführen darauf waren ähm, kaplan und feigenbäum nicht eingegangen ähm, es wird vermutet äh, dass sie befürchtet hatten äh, dort an den rand gedrängt zu werden und äh, nicht selbst ähm, beteiligt zu sein aber ihre Hoffnung, dass in Yad Vashem, äh, in Israel, die Arbeit von ihnen fortgesetzt werden könnte, erfüllte sich auch nicht. Stattdessen arbeitete Kaplan in Israel wieder als Lehrer. Feigenbäum kehrte in seinen alten Beruf zurück als Buchhalter. Aber ähm, daneben äh, widmeten sich beide weiterhin auch der historischen Arbeit. Feigenbäum schrieb weiterhin Bücher auch über die Shoah ähm, in seiner Heimatregion und seinem Heimatort. Und Kaplan beschäftigte sich unter anderem auch weiter mit äh, der Folklore unter deutscher Besatzung und publizierte einige Erzählungen, die er über die ähm, Zeit in Nachkriegsdeutschland geschrieben hatte in Buchform. Ja, ein Grund für die lange Zeit geringe Beachtung der Kommissionsarbeit und der Zeitschrift in Europa, äh, aber auch in den USA und Israel, lag wahrscheinlich auch in der Wahl der Sprache. Ähm, eben im Jiddischen. Diese Wahl der Sprache war einerseits natürlich ähm, lag nahe, weil es eben die Sprache der, der Opfer und Überlebenden, vieler dieser Opfer und Überlebenden war und äh, eben in der Region, über die sie berichteten, äh, dominierte. Und es war auch ein, ja, ein Triumph, eine historische Genugtuung, dass sie nun all das ähm, in Jiddisch dokumentierten im Land der Täter was ähm, ein Artikel Israel Kaplans äh, vom Oktober 1945 deutlich macht. Ich zitiere, eine Zeitung, eine wöchentliche, eine jiddische, wird von jetzt an in München herausgegeben, gedruckt mit leuchtenden, quadratischen, jüdischen Buchstaben. Höllisch flackert die Sehnsucht zum jiddischen Buchstaben und Wort, das so grausam zum Schweigen gebracht und vernichtet wurde. Die Welt soll wissen, dass wir leben. Wir haben überlebt. Und dafür stand eben auch sehr stark für Kaplan und andere das Jiddische, das eben sozusagen seine Vorgänger in der, Vor in der Zwischenkriegszeit auch ähm, mühsam versucht haben, als Wissenschaftssprache zu etablieren. Und hier reiht sich die Zeitschrift von, von Letzten Hurben letztlich ein. Aber darauf kommen wir vielleicht noch in der, im Gespräch am Ende. Damit möchte ich nun überleiten zu ähm, den Texten selbst. Denn wir wollen ja nicht nur über diese Zeitschrift reden, sondern Sie sollen vor allem auch einen Eindruck bekommen von den Zeugnissen selbst. Und es sind drei Textauszüge, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten, die gelesen werden. Der erste Text von Josef Kanner, Lejaisk, führt uns nach Ostpolen, circa 200 Kilometer östlich von Krakau. Und dieser Ort, Lejaisk, ist ein Beispiel für zahlreiche Orte in der Provinz. Ähm, hier waren seit langem schon Juden ansässig in, in diesem Ort, wobei die Zahl, ähm, Zahlenangaben weit auseinandergehen. Das Holocaust Museum in Washington gibt 2500 Juden in diesem Ort an, mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Yad Vashem spricht von 4500 Juden, die 90 Prozent der Bevölkerung ausgemacht hätten. Allein daran sehen Sie auch schon, wie fragil überhaupt die Überlieferung zu manchen dieser Orten ist, dass diese Angaben derart variieren und so eine Unsicherheit herrscht. Die Juden dort litten vom ersten Tag der deutschen Besatzungsherrschaft unter Demütigung und Terror, unter wahlloser Gewalt, die nicht nur SS-Männer, sondern auch Soldaten und andere ausübten, so wie Josef Kanner das gleich schildert. Und Les Leszajsk ist überdies auch typisch für viele Orte, die sich in dem Grenzgebiet zwischen dem deutsch besetzten Polen und den ostpolnischen Gebieten, die von der Roten Armee Mitte September 1939 besetzt worden waren, befanden. In vielen dieser grenznahen Orte wollten die deutschen Eroberer kurz Prozess machen und die Juden kurzerhand weiter nach Osten in das sowjetische Besatzungsgebiet vertreiben. Das verlief in der Regel auch sehr brutal und kostete vielen Menschen das Leben. Und von einer solchen Vertreibung berichtet Josef Kanner in seinem Zeugnis. Was er nicht mehr erzählt, nicht mehr erzählen kann, ist die Geschichte, wie es mit den wenigen Juden weiterging, die nicht vertrieben worden waren. Das waren rund 40 Familien, die am Ort blieben, die in einer bestimmten Straße leben mussten, die 1941 dann in ein Ghetto umgewandelt wurde. Und ein Jahr später, im September 1942, wurden diese Familien dann nach Tarnobjek äh, in der Region gebracht und von dort später in das Vernichtungslager Belzek deportiert und dort ermordet. Nach dem Krieg kehrten nur neun Juden zurück in die Stadt, neun von 2500 oder 4500 Menschen. Und bei einem Anschlag auf die Wohnung, in der diese neun überlebenden Juden lebten, kamen mehrere von ihnen ums Leben. Die wenigen, die diesen Anschlag überlebt hatten, verließen die Stadt. Vermutlich flohen sie den Westen. Aber hören wir nun Josef Kanner und seinen Bericht über Leszajsk. Ruf Leszajsk, aufgezeichnet von Josef Kanner. Am 13. September 1939 ist das deutsche Militär in unser Städtel Leszajsk, Mittelgalizien, gekommen, wo ungefähr 3000 Juden lebten. Ich war zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. Einen Tag vor Sukkot 1939 am Abend kam ein uns bekannter Christ zu uns und teilte uns ganz vertraulich und geheim mit, dass auf einer geheimen Sitzung des Stadtrates beschlossen worden war, morgen früh alle Juden aus dem Städtchen zu vertreiben. In unserem Haus war ein deutscher Arzt aus Wien einquartiert. Meine Mutter wandte sich an ihn und fragte, was sie tun solle. Der Arzt fluchte und sagte, dass dies Propaganda von Seiten der Polen gegen die Deutschen sei. Doch er ging hinaus, um mehr zu erfahren, und kam sogleich zurück und erklärte, dass er sich schäme, Deutscher zu sein. Die Nachricht über die Vertreibung der Juden sei leider wahr. Es war schon spät am Abend. Man durfte bereits nicht mehr auf die Straße hinausgehen und wir konnten deshalb den Erlass nicht verbreiten, außer bei den nächsten Nachbarn. Die ganze Nacht lang packten wir Bündel zusammen und wieder aus. Wir verstanden, dass wir nicht viel würden mit uns nehmen können, aber wir wollten wenigstens die wichtigsten Sachen mitnehmen. Der deutsche Arzt aus Wien riet uns, nur warme Kleider für den kommenden Winter mitzunehmen. Er wusste bereits, dass wir unser Heim nicht mehr wiedersehen würden. Am nächsten Morgen, dem ersten Tag von Sukkot um 6 Uhr früh, weckte man alle Juden aus dem Städtchen auf und befahl ihnen, sich sofort auf dem Marktplatz zu versammeln. Die Juden wurden mit Gewehrkolben aus ihren Häusern getrieben. Nur Kranke mit 40 Grad Fieber durften bleiben. Das Fieber wurde von einem deutschen Arzt festgestellt. Hatte ein Erkrankter weniger als 40 Grad Fieber, wurde er mit Gewalt aus dem Bett zum Marktplatz hinausgetrieben. Als sich alle Juden auf dem Marktplatz versammelt hatten, erklärte ein deutscher Offizier, alle Juden müssen umgehend die Stadt verlassen. Die Juden hätten 15 Minuten Zeit, um nach Hause zu gehen und sich die nötigsten Sachen für den Weg mitzubringen. Aber die Sachen dürfen nicht mehr als 15 Kilogramm pro Person betragen. Diejenigen, die mehr Sachen mitbringen, würden als Strafe gar nichts mitnehmen dürfen. Die Juden, die sich verstecken würden, würden erschossen werden. Es gab ein großes Durcheinander. Frauen wehklagten, Kinder schrien und weinten. Die Juden liefen in alle Richtungen auseinander. In der Eile griff jeder, was ihm in die Finger kam, und lief schnell zum Platz zurück. Für den größten Teil der Juden kam die Deportation so plötzlich und unerwartet, dass sie ganz durcheinander waren. Viele Juden konnten überhaupt nicht begreifen, dass dies wirklich geschah und gingen erst gar nicht nach Hause, um sich wenigstens etwas Wäsche für unterwegs mitzunehmen. Als sie später begannen, die große Tragödie zu begreifen, war es bereits zu spät. Die Deutschen ließen später niemanden mehr vom Platz weg. In der Zwischenzeit gingen die Deutschen von Haus zu Haus und kontrollierten, ob sich nicht doch irgendein Jude versteckt hatte. Diejenigen, die sich in den Häusern antrafen, bekamen schreckliche Schläge und mit Gewalt wurden sie auf den Platz hinausgeführt. Auf dem Platz umstellte uns eine Horde Deutscher mit Revolvern und Maschinengewehren, Motorrädern und gepanzerten Autos. Man befahl uns, uns in Reihen aufzustellen. Beim Aufstellen in Reihen wurden viele Juden geschlagen. Es war nicht möglich zu fliehen. Die Deutschen sagten, dass sie uns zum Fluss Zahn bringen würden, der ungefähr fünf Kilometer von der Stadt entfernt fließt. Alle Juden glaubten, dass man sie am Fluss allesamt erschießen oder ertränken würde. Fromme Juden begannen schon auf dem Marktplatz das Widui zu sprechen. Die Männer und Frauen standen in Reihen aufgestellt, mit Bündeln oder Kindern auf dem Rücken. Viele Frauen trugen Kinder in Windeln auf den Armen. Kinder trugen auch Bündel und beugten sich weit vorüber. Die Christen der Stadt standen und gafften auf das böse Wunder. Manche lachten und fügten einigen Beleidigungen für den Weg hinzu. Noch während die Juden auf dem Platz zum Abmarsch standen, plünderten einige bereits die jüdischen Häuser. Die Juden pressten die Lippen zusammen und sagten gar nichts. Es erfasste jeden eine Art merkwürdige Gleichgültigkeit. Man brachte uns weg und trieb uns ungefähr fünf Kilometer bis zum Fluss. Auf dem Weg warfen die meisten ihre Bündel weg, weil sie zu schwer zum Tragen waren. Ich warf mein Bündel gleich weg, meine Mutter ihres erst nach ungefähr drei Kilometern. Von unserem ganzen Vermögen ist innerhalb weniger Minuten nur das geblieben, was wir am Leib trugen. Auf dem gesamten Weg wurden wir streng bewacht. Auf jeden Schritt und Tritt befand sich ein Deutscher mit einem Revolver oder einem Maschinengewehr. Außerdem gab es Motorräder oder gepanzerte Autos. Das ganze deutsche Militär, das sich im Städtchen aufgehalten hatte, beteiligte sich an der Vertreibung der Juden. Es gab keinerlei Widerstand. Alle Juden gingen wie die Schafe zur Schlachtbank. Auf dem ganzen Weg beschimpften und schlugen uns die Deutschen. Ohne Unterschied schlugen sie Männer, Frauen und Kinder. Als wir den Fluss Zahn erreichten, waren wir vor Schreck und Aufregung schon beinahe halbtot. Kranke und alte wollten sich auf dem Weg ausruhen, aber sie wurden mit den Gewehrkolben weitergetrieben. Alle dachten, dass man sich hier von der Welt verabschieden würde. Die mörderischen Schläge und die Beschimpfungen der Deutschen nahmen jeden den Mut, Niemand versuchte sich dem entgegenzustellen. Die grausamen Taten wirkten auf alle Juden wie ein Betäubungsmittel, egal ob sie jung oder alt waren. Am Sahn erklärte ein deutscher Offizier, die Drecksjuden werden zum schmutzigen Russen hinübergeschickt, der jetzt bereits auf jener Seite des Flusses sei. Alle Juden müssen einer nach dem anderen über die Brücke hinübergehen. Alle werden durchsucht werden. Geld, Gold, Silber, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände müssen sofort abgegeben werden. Jeder kann bloß 100 Slotti in Papierform mit sich nehmen. Wer nichts abgeben werde, würde an Ort und Stelle erschossen, wenn man noch etwas bei ihm finde. Vor der Brücke und auf der Brücke stellten sich die Deutschen mit Revolvern und ledernen Peitschen wie vor Hunden auf und durchsuchten jeden einzelnen. Einige Frauen zwangen sie dazu, sich ganz nackt auszuziehen, um sie dann zu durchsuchen. Alles, das nur irgendeinen Wert hatte, nahmen sie weg. Einigen Juden ist es wie durch ein Wunder gelungen, sich durchzuschmuggeln, ohne durchsucht zu werden. Die geraubten Sachen warfen die Deutschen auf Autos, die schon neben der Brücke bereitgestanden hatten. Über die Brücke liefen die Juden wie durch ein Feuer. Die Deutschen stellten sich auf der Brücke auf und teilten zum Abschied Peitschenhiebe und fürchterliche Schläge aus. Ich bekam einen Schlag mit dem Revolver über den Kopf und stürzte sofort. Menschen stellten mich wieder auf die Beine und schleiften mich mit. Es dauerte lange, bis ich meine Mutter wiedergefunden habe. Groß waren die Wehklagen und das Geschrei der Juden. Auf jener Seite der Brücke atmeten die Juden auf, und rezitierten den Gäumel, dass es ihnen gelungen war, den Mördern lebendig zu entrinnen. Auf dem Feld neben der Brücke versammelten sich alle Juden. Die Männer erinnerten sich daran, dass es der erste Tag von Zukot war, also stellten sie sich hin, um zu beten und Hallel und Hoschanot zu sprechen, nur ohne Lulawim und Etrogim. Die Frauen setzten sich mit den Kindern aufs Feld, und vergossen wegen der düsteren Lage still Tränen. So ging eine alte jüdische Gemeinde unter. Der nächste Textauszug, ähm, Potheize, von Genia Schurz, stammt aus der Reihe Kinderaufsätze. Das ist eine. Ähm, ja, feste Rubrik in der Zeitschrift seit der dritten Ausgabe, in der eben Zeugnisse von Kindern veröffentlicht worden sind. Ähm, zur Hälfte Jungen, zur Hälfte Mädchen, insgesamt acht Zeugnisse von Kindern im Alter von neun bis 14 Jahren. Das war Israel Kaplan, aber auch der Historischen Kommission insgesamt, wie eigentlich bei allen äh, Dokumentationsinitiativen äh, von Jüdinnen und Juden unter deutscher Besatzung und danach ein besonderes Anliegen, Kinderzeugnisse zu sichern und zu veröffentlichen, weil ähm, man unter anderem in der Perspektive und den Reaktionen von Kindern auf das Geschehen äh, so einen sehr ja, besonderen äh, Blick auf, auf, die, auf das Geschehen sah. Und das wollte man festhalten. Ähm, und außerdem verfolgte Kaplan auch ein bisschen damit die Absicht, ähm, ja sozusagen, wenn man so will, eine therapeutische Absicht, dass die Kinder, indem sie Zeugnis ablegen, zu diesem frühen Zeitpunkt vielleicht auch in, der, in die Lage versetzt werden, diese Schrecken hinter sich zu lassen und sie in dieser Form zu verarbeiten oder zumindest nicht immer wieder zu ihren Erfahrungen befragt werden müssen, weil man dann auf dieses Zeugnis zurückgreifen kann. Ähm, Poltshayze, das ist ein Ort, der noch ein wenig weiter östlich ähm, liegt in der heutigen Ukraine, damals Ostgalizien, eine Kleinstadt, wo auch ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Juden waren, die 1942 überwiegend ähm, dann durch Deportationen in das Vernichtungslager Belzec und äh, durch den Massenmord dort. Ähm, ermordet worden waren. Alle übrigen oder die meisten übrigen, die nicht dorthin deportiert worden waren, sind im Juni 1943 erschossen worden. Und hier berichtet jetzt die ähm, Neunjährige, also die ähm, Genia Schurz, die neun Jahre alt war, als ähm, die Deutschen in die Stadt kamen, von ihren Erlebnissen. Meine Erlebnisse während des Krieges. An der Arbeit äh, gibt es hier eine kleine Anmerkung. An der Arbeit wurden nur die nötigsten sprachlichen Verbesserungen vorgenommen. Podreizje, aufgezeichnet von Genia Schurz. Ich, Genia Schurz, wurde in der Stadt Podreizje im Jahr 1932 geboren. Im Jahr 1941, als ich neun Jahre alt war, sind die Deutschen gekommen. Die ersten Tage führten sie sich nicht so schrecklich auf. Die Ukrainer organisierten eine Polizei und benahmen sich den Juden gegenüber sehr schlecht. Sie verschleppten Kind und Kegel zu den schwersten Arbeiten. Sie schlugen uns, prügelten und lachten uns aus. Aber das dauerte nicht lange. Eine Woche später übernahmen uns die Deutschen selbst. Es ist nicht zu beschreiben, wie wir gelitten haben. Nach zwei Wochen schwerer Arbeit in großer Angst. Kamen Deutschen zu den Juden und befahlen ihnen, eine jüdische Polizei zu gründen. Es dauerte nicht lange, bis eine jüdische Polizei gegründet war, die jeden Befehl ausführte, den die Gestapo ihr gab. Dafür versprach die Gestapo ihr, dass sie leben und dass sie ihr gar nichts geschehen werde. Das war schrecklich, von den eigenen Juden aufgegriffen zu werden, um in Lagern schwerer Arbeiten zu verrichten und so weiter. Das dauerte ein Jahr lang an. Nach diesem Jahr erging ein Befehl, die Juden der ganzen Stadt sollten in eine Straße umziehen. Das hieß Ghetto. Es war sehr eng. Zehn Menschen lebten in einem Zimmer. Es brach eine Typhusepidemie aus, an der viele Menschen starben. Die Deutschen suchten das Ghetto auf und wer krank war, wurde im Bett erschossen. Ich fürchtete mich sehr, weil bei uns viele kranke Menschen waren. Darunter mein Vater und meine Mutter. Ich sah, wie meine Mutter vor Hunger dahinsiechte. Da stahl ich mich aus dem Ghetto, um etwas zu kaufen. Ich hatte schon eingekauft, aber auf dem Rückweg erkannten mich meine einstigen ukrainischen Schulkameraden. Sie schlugen mich, bis ich blutete. Ich aber gab das Brot nicht aus der Hand, weil ich wusste, dass ich damit meine Mutter retten kann. Blutüberströmt kam ich nach Hause. Und gab meiner Mutter etwas zu essen. Unser Haus kam ins Ghetto. Wir hatten eine Mühle. Mein Vater machte einen Plan für einen Bunker. Nach zwei Wochen schwerer Arbeit von allen 50 Menschen, die bei uns wohnten, wurde er fertig. Der Bunker rettete die Männer die ganze Zeit über vor den Razzien, die sie ins Lager gebracht hätten. Man betete bei uns. Ich ging auf die Straße hinaus. Ich erwartete meine Freundin, die zu mir kommen durfte. Ich sah sie schon von weitem, aber sie begann sofort nach Hause zu laufen. Ich schaute nach und sah, dass sie bereits erschossen dalag. Ich hörte Schreie von Müttern, die ihre Kinder suchten. Ich lief sofort ins Haus und sagte, lauft in den Bunker. Sofort unterbrach man das Beten und eilte in den Bunker. Eine ganze Nacht und einen ganzen Tag lang hörten wir Schreien und fahrende Wagen. Am Morgen gingen wir auf die Straße hinaus. Das ganze Ghetto war blutgetränkt. 4000 Juden hatte man nach Bjelzeg deportiert. Das war der erste Progrom bei uns in der Stadt. Von diesem Tag an standen wir Tag und Nacht Wache. So haben wir zwei Monate gewacht. Ich stand mit einem Mädchen auf dem Dachboden, als wir sahen, dass das ganze Ghetto mit Scheinwerfern ausgeleuchtet wurde. Da verstanden wir, dass ein Progrom vorbereitet wird. 2000 Juden erschoss man in der zweiten Aktion in einer Grube hinter der Stadt. Geraume Zeit später fand die dritte Aktion statt. Wir blieben wieder alle zusammen. Als wir nach der Aktion herauskamen, war alles ganz anders als nach den früheren Aktionen. Das Ghetto war von Kubanern, das waren russische Gefangene, die dabei geholfen haben, die Juden zu vernichten, umstellt. Sofort erging ein Befehl, dass sich innerhalb von 24 Stunden kein einziger Jude mehr im Ghetto befinden dürfe. Da fragten wir die Kubaner, wohin sollen wir gehen? Und sie sagten, es geht uns nichts an und wenn sich nach 24 Stunden noch ein Jude im Ghetto befindet, wird er erschossen. Wir sahen, dass sie uns alle erschießen wollen. Im Ghetto verblieben ungefähr 600 Menschen. Alle liefen wie freiwild umher, jeder sah den eigenen Tod vor Augen. Wir zählten die Stunde, wie lange es noch bis zum Tod sei. Man versuchte, die Wachen zu bestechen, aber es gelang nicht. Auch wir bestachen die Wache, aber sahen sofort, dass sie Messer ziehen, um uns damit zu erstechen. Da merkten wir, dass es keinen anderen Weg gibt, als auf den Tod zu warten. Das ist der schrecklichste Moment im Leben. Auf den Tod zu warten. Menschen sind verrückt geworden. Meine Freundinnen liefen wie wild geworden auf den Straßen. Das Blut floss in Strömen. Menschen vergifteten sich, und wer kein Gift hatte, war der unglücklichste Mensch. Es blieben nur sehr wenige Menschen. Man hat sich vergiftet, umgebracht oder erstochen. Wir hatten kein Gift, also verabschiedeten wir uns voneinander und dachten, dass wir unser Leben schon beenden müssten. Ich erinnere mich, dass der Drang nach Leben der Kinder, die sich von mir verabschiedeten, so groß war, dass wir die Wände hochgegangen sind und nicht verstehen konnten, dass wir in einer kurzen Zeit in den Tod gehen müssen. Am Morgen kamen die Deutschen ins Ghetto und erteilten den Befehl, dass sich um 11 Uhr alle Juden auf den Platz stellen sollten, dann werde man sie in ein Ghetto bringen, in dem es noch Juden gebe. Wir hielten uns etwas an der Hoffnung fest, dass in der Zwischenzeit womöglich irgendeine Befreiung kommen würde. Wir konnten uns nicht aufstellen, weil meine Mutter einen gebrochenen Fuß hatte. Da sagte sie zu uns, Kinder, lasst uns in den Bunker gehen und dort so lange sitzen bleiben, bis wir sterben, denn in einem anderen Ghetto werden wir auch nicht am Leben bleiben. Wir stimmten dem zu und auch das ganze Haus bestand darauf, im Bunker zu bleiben. Wir hatten zwei Stunden Zeit. Dann begann man damit in der Küche Plätzchen zu backen. Wasser hatten wir im Bunker, weil es dort eine Quelle gab. Wir gingen gleich hinunter und nahmen alles zu essen mit, was möglich war. Die besten Sachen bereiteten wir auf dem Pflaster des Bunkers aus. Eine Stunde später hörten wir eine große Schießerei. Das waren die Deutschen, die die Juden erschossen, die betrogen worden waren. Zwei Wochen saßen wir so im Bunker. Wir sind beinahe erstickt, weil es zu wenig Luft gab. Aber später wurde es schlimmer, als das Essen und das Wasser zur Neige ging. Die Qual war nicht zu beschreiben. Jeder war beinahe wie tot. Man ist fast verrückt geworden, und einer hat den anderen beschimpft, bis zwei Jungen aus dem Bunker hinausgingen, unter ihnen mein Bruder. Sie kamen sofort zurück und erzählten, dass sich im Ghetto nicht ein einziger Mensch blicken ließ. Aber das Ghetto sei noch umstellt. Sie bewachten die Sachen. Vor allem brachten sie Essen hinunter, sammelten verschiedene Stückchen aus dem ganzen Ghetto zusammen. So überlebten wir noch ein paar Tage im Bunker. Als auch dies zur Neige ging, sind wir alle hinausgegangen, um nach etwas Essbarem zu suchen. Wir fanden Mehl und andere Trockenprodukte. Wir beschlossen zu kochen. Als wir gerade mit dem Kochen fertig waren, kamen Deutsche und hämmerten kräftig an die Tür. Innerhalb einer Sekunde waren wir wieder im Bunker. Sie suchten und suchten, fanden aber nichts. Einmal ging mein Bruder aus dem Bunker und ein Deutscher begegnete ihm. Da floh er nicht vor ihm, weil er dem Deutschen sagen wollte, dass er uns herausholen und erschießen solle. Der Deutsche wunderte sich sehr, wie wir es eine so lange Zeit aushalten konnten. Und er sagte: Weil ihr es eine so lange Zeit aushalten konntet, werde ich euch nicht verraten. Er sagte uns, dass wir im Bunker warten sollten, bis er kommen und uns aus dem Bunker holen würde, um uns aus dem Ghetto zu bringen. Der dritte Textauszug von Jerezkel Menchre. Berichtet über Sobibor, eins der drei Vernichtungslager der sogenannten Aktion Reinhard. Ähm, die Lager, die ich schon erwähnt hatte, in denen mindestens 1,6 Millionen Juden, vor allem aus dem besetzten Polen, aber auch aus den Niederlanden, der Slowakei, Griechenland, Deutschland und anderen Ländern, ermordet worden waren. Ähm, das ist ein seltenes Zeugnis oder ähm, Menke ist ein seltener Zeuge, denn diese Lager haben kaum Menschen überlebt. Sobibor, in dem ca. 180.000 Menschen ermordet worden sind, haben jüngeren Schätzungen zufolge nur 54 Männer und acht Frauen erlebt, beziehungsweise 54 Männer und acht Frauen, die in Sobibor waren, haben das Kriegsende erlebt. Und Menke ist einer von ihnen und er berichtet in seinem Zeugnis, über dieses Lager und vor allem berichtet er über den Widerstand dort, über den Aufstand dort. Denn das war ein besonderes oder ein wichtiges Anliegen von Kaplan und Feigenbäumen, dass sie eben auch den, den vielfältigen jüdischen Widerstand dokumentieren. Und davon berichtet eben Jechetzkel Mench in seinem Text über Sobibor. Sobibor, ein Zeugenbericht von Jechetzkel Menke. Beginnend mit dem 15. April 1942 wurden von Izbiza regelmäßig Transporte mit Juden nach Sobibor geschickt, ein Vernichtungslager bei Volodava im Distrikt Lublin. Das Lager existierte bereits seit Anfang 1942. Auch ich geriet mit einigen meiner nächsten Anverwandten, 20 Personen an der Zahl, in einer dieser Transporte. Im Folgenden werde ich berichten, was ich in diesem Ausrottungslager erlebte. Unser Transport zählte circa 6000 Juden. In einen Waggon von 15 bis 20 Tonnen pressten die Deutschen 120 bis 140 Personen hinein. Bei unserer Ankunft in Sobibor wurden uns sogleich ein trauriger Empfang bereitet. Ein jüdisches Kommando, das Bahnkompanie hieß, lud die Ware aus. Alle Kinder, alte und gebrechliche, wurden auf Loren geworfen und irgendwohin abtransportiert. Wie wir später erfuhren, wurden sie zu der Grube transportiert, um dort verbrannt zu werden. Dann riefen die Deutschen die gesunden, jüngeren Männer, die sogenannten arbeitsfähigen, heraus. Zum Teil handelte es sich dabei um Handwerker. Insgesamt bestand diese ausgesuchte Gruppe aus 40 Männern. Ich und zwei andere wurden der Schneiderwerkstatt, zwei Männer der Tischlerwerkstatt zugeteilt und der Rest von 35 Männern zur Schwarzarbeit, wie zum Beispiel zur Bedienung der Badeanstalt oder den Gasöfen oder zum Sortieren der Kleider, wobei sie jedes Kleidungsstück auf Gold, Geld oder andere Wertsachen untersuchen mussten. Zu ihren Aufgaben gehörte es ebenfalls, den vergasten Menschen die Goldzähne auszureißen und so weiter. Die Schwarzarbeiter mussten so lange arbeiten, bis man sie zu Tode gequält hatte. Und wenn dann ein neuer Transport eintraf, schickte man sie in die Gasöfen und suchte an ihrer Stadt neue Opfer aus. Den Rest der 6000 Juden unseres Transportes versammelten die Deutschen auf einem Platz. Dort hielt Oberscharfführer Sträubel vor ihnen eine Rede. Zu Streubel gibt es eine Anmerkung. Karl Streubel, geboren 1910, hat gelebt bis 1945, war Pfleger von Beruf und arbeitete als solcher auch im Rahmen der sogenannten Euthanasiemorde. Von April 1942 bis Ende 1943 war er im Vernichtungslager Sobibor eingesetzt. Er nahm sich im September 1945 das Leben. Oberscharführer Sträubel hielt vor ihnen eine Rede. Er sagte, ihr werdet alle euer eigenes Stück Land in der Ukraine bekommen, wo ihr in Frieden leben und arbeiten werdet. Doch vorher müsst ihr eure Kleidung wechseln und vor dem Abliefern der Kleidung muss jeder einen Brief an seine Familie schreiben, worin steht, dass er mit dem Transport gut angekommen ist, arbeitet und zufrieden ist. Hier ist es angebracht, zu erwähnen, dass aus jedem Waggon viele Tote und Zerquetschte herausgezogen worden waren. Nach der Rede des Oberscharfführers wurden die Menschen in die Badeanstalt und von dort in die fünf Gasöfen geführt. Die vergasten Körper wurden in vier große Gruben verbrannt, die schon vorher vorbereitet worden waren. Mit dieser Arbeit waren circa 300 SS-Leute betraut. Auch hierzu gibt es eine Anmerkung. Hier sind offensichtlich die sogenannten Travniki Männer mitgezählt, die nichtdeutschen Hilfskräfte der SS. Meinen Schätzungen nach sind in diesem Lager über eineinhalb Millionen Menschen verbrannt worden. Man geht heute von bis zu 557.000 ermordeten Menschen in Sobibor aus. Im Oktober 1943 regte sich bei uns der Gedanke zum Widerstand. Wir sahen ein, dass uns letztendlich derselbe Tod erwarten würde. Wir begannen damit einen Plan für den Aufstand auszuarbeiten. Zu den Aufständlern gehörten 40 Leute. An dieser Stelle soll bemerkt werden, dass die Kommandanten bewusst Juden aus verschiedenen Ländern an die jeweiligen Arbeitsplätze geschickten, damit sie sich wegen der Sprachschwierigkeiten nicht verständigen könnten. Zum Tag, an dem der Aufstand stattfinden sollte, wurde der 14. Oktober 1943 bestimmt um Punkt 4 Uhr am Nachmittag. Die Aufgaben waren unter zwei Gruppen aufgeteilt worden, von denen jede 20 Personen umfasste. Die Gruppe, zu der ich gehörte, waren in den Schneiderwerkstätten beschäftigt. Dort gab es viele Zimmer, in die sich die SS-Leute zum Anpassen begaben oder um die von ihnen in Auftrag gegebene Arbeit abzuholen. Die Angehörigen dieser Gruppe hatten die Aufgabe übernommen, auf verschiedene Weise 16 SS-Männer zu töten und ihnen die Uniformen und Gewehre abzunehmen. Nachdem dies erledigt wäre, sollten sie mit der zweiten Gruppe zusammentreffen, die ebenfalls aus 20 Personen bestand, die wiederum in den Munitionsmagazinen arbeiteten. Von der zweiten Gruppe sollten sie weitere Gewehre erhalten. Und dann sollten die 40 alle Juden im Lager sammeln und mit ihnen zusammen in die umliegenden Wälder fliehen. Einer der 40 Aufständler wurde zum Verbindungsmann bestimmt. Seine Mission war es, die anderen Werkstätten über die Durchführung der Aufgaben zu benachrichtigen. Die Juden, die in den Schneiderwerkstätten beschäftigt waren, teilten den SS-Leuten, die bei ihnen Arbeiten in Auftrag gegeben hatten, frühzeitig mit, Sie sollten am 14. Oktober um 4 Uhr nachmittags kommen, um die fertige Arbeit in Empfang zu nehmen oder anzupassen. Am ersten Tag des Laubhüttenfestes 5704, das war der 14. Oktober 1943, einem Donnerstag um 4 Uhr nachmittags, kamen die herbeibestellten SS-Leute in die Werkstätten. Sie kamen immer pünktlich zum ausgemachten Termin. Dabei hatten sie noch eine Nebenabsicht. Hatte der Handwerker die Arbeit noch nicht fertiggestellt, dann wurde er kurzerhand in den Gasofen geschickt. Ich und mein Freund Leon Lerner, er wohnt heute in Bayreuth in Bayern, töteten zwei SS-Männer, Oberscharführer Greischütz und Unterscharführer Klatt. Eine Anmerkung: Gemeint ist, Jehuda Lerner lebte von 26 bis 2007. Er stammte aus Warschau und wurde im Sommer 1942 in ein Lager bei Smolensk verschleppt. Er konnte im September fliehen, wurde jedoch gefasst und in Minsk gefangen gehalten. Im September 1943 wurde er nach Sobibor deportiert. Nach dem Aufstand kam er bei Partisanen unter. 1949 emigrierte er von Deutschland aus nach Israel. Er kommt ausführlich in Claude Lanzmanns Film. Sobibor, 14. Oktober 1943, vor. Oberscharfführer Greischütz Siegfried Gretschus lebte von 1916 bis 1943, war ab 37 bei der SS im KZ Sachsenhausen. Später arbeitete er bei den Euthanasiemorden mit, vor seinem Einsatz in Sobibor von September 1942 bis Oktober 1943 war er jeweils einige Monate in den Vernichtungslagern Bielzek und Treblinka. Und Unterscharführer Klatt ist als der volksdeutsche Ivan Klatt identifiziert. Die Sache war folgendermaßen ausgeführt worden: Als sie uns beim Anpassen der Uniformen den Rücken zugedreht hatten, hackten wir ihnen mit zwei scharfen Beilen, die wir schon vorher bereitgestellt hatten, die Köpfe ab. Daraufhin lief der Verbindungsmann sofort in die anderen Zimmer der Werkstätten, um ihnen mitzuteilen, dass es uns gelungen war. So gab er die Nachricht der Reihe nach an alle Arbeitsstellen weiter. Um zehn Minuten nach vier waren bereits alle SS-Männer tot. Wir zogen uns sofort die deutschen Uniformen an und liefen mit dem Gewehr in der Hand los, um die anderen Arbeitskommandos zu befreien, die bereits auf uns warteten. Wir hatten verabredet, uns alle auf dem Appellplatz zu treffen. Als wir dort ankamen, schrien wir den ukrainischen Wachposten entgegen, Hurra, Povojne! Jungs, der Krieg ist schon vorbei. Bei den deutschen Wachposten, die das Tor bewachten, machte sich ebenfalls Verwirrung breit. Doch diese dauerte nur eine kurze Weile. Nach einigen Minuten hatten die Deutschen die Orientierung über die Vorgänge gewonnen und eröffneten das Feuer auf uns. Da wir nur von verhältnismäßig geringer Zahl waren, war es uns unmöglich, mit den Deutschen den Kampf aufzunehmen. Deshalb taten wir besser daran, aus dem Lager zu fliehen. Wir kämpften uns durch die zwei Reihen Stacheldrahtzaun und überwanden einen mit Wasser gefüllten Kanal. Viele von uns kamen durch die Minen um, die am Kanal ausgelegt waren. Die Gruppe, die in den Munitionsmagazinen gearbeitet hatte, wurde gefangen genommen. Es war ihr nicht gelungen, in der verabredeten Zeit auf den Platz zu gelangen. Von insgesamt 600 beschäftigten Juden gelangt ca. 100, darunter auch mir, die Flucht in die zwischen Lublin und Samosch gelegenen Wäldern von die circa 100 Juden, die während des Aufstands die Flucht aus dem Lager Sobibor gelungen war, wurden über verschiedene Orte zerstreut. Nach der Befreiung hat es ein Treffen gegeben, zu dem insgesamt 20 Personen gekommen waren. Wir versuchen jetzt ein wenig zum Projekt zurückzukommen, obwohl uns nicht mehr allzu viel Zeit bleibt. Kurze Zwischenfrage an die Regie. Ist alles soweit in Ordnung? Ich habe nämlich kein Bild mehr hier. Gut. Dann darf ich trotzdem jetzt Herrn Beer. Ah ja, herzlich begrüßen, der uns zugeschaltet ist, bislang in der Rolle des Zuhörers war. Herr Bär, vielleicht wollen Sie uns kurz erklären, wie die Idee für dieses eindrucksvolle Projekt überhaupt entstand. Ja, guten Abend. Ja, die Idee ist entstanden Schon vor einigen Jahren eine erste Edition von Zeitzeugenberichten gemacht hatte. Und ich hatte über mehrere Jahre hinweg recherchiert nach polnisch- bzw. jiddischsprachigen frühen Zeugnissen des Holocaust und stieß eigentlich dann bei einer solchen Recherche im Internet. Auf die jüdischsprachige Zeitschrift von letzten Schoben. Und dann ist es mir gelungen, in verschiedenen Antiquariaten äh, alle zehn Ausgaben der Zeitschrift im Original zu erwerben. Und so konnte ich mich etwas informieren über ähm, den Umfang der Zeitschrift. Ja, und dann habe ich bald äh, Herrn Roth angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, mit mir zusammen ähm, alle Berichte übersetzen zu lassen, sodass wir eine Edition machen würden. In welchem Umfang müssen wir uns es ungefähr vorstellen es ist ja nur ein teil der von den displaced persons eingereichten bei der historischen kommission eingereichten berichten liedern zeugnissen in der zeitschrift veröffentlicht worden der rest äh, liegt in Yad Vashem. möglicherweise ist die bezeichnung der rest nicht nur despektierlich sondern auch unzulänglich weil der größere Teil eventuell dort noch der, der Erschließung und der, vor allen Dingen der Erforschung wartet. Nun, natürlich kann man als Privatperson ähm, nicht ein, ein riesiges Projekt stemmen und 2500 Berichte übersetzen lassen. Ich bin davon ausgegangen, dass in den zehn Ausgaben der Zeitschrift doch die sozusagen allerbesten, interessantesten Berichte zusammengefasst sind und dass man eine solche Arbeit erst einmal anfangen muss ähm, mit eben einer kleineren Anzahl von Zeugnissen. Und. Ähm, in den zehn Zeitschriften sind ja etwa 100 Berichte enthalten. Man darf nicht vergessen, es gibt auch nicht viele Übersetzer für das Jiddische in Deutschland. Es wäre fast unmöglich, 2500 Berichte übersetzen zu lassen und zu publizieren. Da wurde sich nur schwer ein Verlag finden lassen, der dann etwa zehn solche Editionsbände publizieren würde. Und die Übersetzung von 2500 Berichten würde mehr als 100.000 Euro kosten. Das bekommt man auch nicht so schnell zusammen. Ich wollte Sie nicht in ja. eine Verteidigungshaltung zwingen, und ja. ganz und gar nicht, sondern, Herr Roth, vielleicht wollen Sie nochmal auf die Frage äh, eingehen. Es bleibt ja nun. Gerade nach dieser eindrucksvollen Lesung, nach, nach einer Lektüre oder teilweise Lektüre dieses dicken Bandes, ist es ja eigentlich fast unglaublich, dass dieser Schatz so lange nicht gehoben worden ist. Und darauf bezog sich jetzt mehr meine Frage, liegen da noch vergleichbare Schätze? Oder man kann ja wahrscheinlich gar nicht argumentieren, dass nur die besten. Äh, Texte übernommen worden sind in die Zeitschrift, weil ja nun die Frage nach, nach dem Interesse offen bleibt. Also möglicherweise gibt es da Berichte über einige Gemeinden, die, die natürlich wohl interessieren. Also Sie sagten vorhin schon, dass Sie vermuten, dass die Sprache ein entscheidendes Problem beim Zugang zu dieser Quelle waren. Ja, also ähm ich, ich bin mir sicher, ohne das jetzt systematisch überprüft zu haben, dass in den verbliebenen über 2.400 Zeugnissen, die eben nicht Eingang in die Zeitschrift gefunden haben, noch eine ganze Reihe an Schätzen sich befinden. Was die Edition wiedergibt, ist ja praktisch die Auswahl, die Kaplan und Feigenbäumen und, und andere vorgenommen haben die einen bestimmten Fokus hatten, den ich zum Teil angerissen habe, dass es darum ging Widerstand zu dokumentieren, eine Ausgabe mit, Todesmärchen, mit Berichten über Todesmärschen und so weiter, so dass wir sozusagen eine kleine Schneise in dieses Material geschlagen haben aus, also von Feigenbäumen und Kaplan und ihren Interessen sozusagen geleitet. Und das Jiddische ist also ja, ich glaube schon, dass das letztendlich mit dazu beigetragen hat, leider dazu beigetragen hat, dass ähm, die Zeitschrift selbst, aber auch das Material, was eben nicht Eingang in die Zeitschrift gefunden hat, ähm, lange Zeit relativ unbeachtet geblieben ist. Es, ein paar Sachen sind durchaus beachtet worden, aber das ist eher die Ausnahme und ist zum Teil auch recht spät passiert. Gerade in der nicht-jüdischen westlichen ähm, Holocaustforschung ist das jahrzehntelang, kann man sagen. Ähm, Ignoriert worden beziehungsweise es war gar nicht erst bekannt, dass es überhaupt existierte. Also es setzte sehr sehr spät ein. Christoph Diekmann mit seiner Arbeit über Litauen ist so ein Beispiel, der von diesem Material äh, ausführlicher Gebrauch macht und äh, wenige andere. Aber das sind eben auch Beispiele aus den späten 90er Jahren. Also da ist das Jiddische, glaube ich, also es hieß immer so schön äh, oder so unschön, dass da eine Sprachbarriere ist, aber ähm, Letztendlich ähm, besteht die ja zu vielen Sprachen. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man jetzt sozusagen diese Zeugnisse mal in, im Deutschen oder in den anderen Übersetzungen, im Englischen gibt es ein paar, gelesen hat, ist das vielleicht auch eine Einladung oder Aufforderung, ähm, da weiter aktiv zu werden und äh, das Material äh, zu nutzen ja zumal es ja sie haben es vorhin auch schon gesagt eigentlich ein sehr moderner alltags- und kulturgeschichtlicher ansatz war vielleicht waren äh, die, die mitglieder die engagierten mitglieder der historischen kommission da auch ein wenig ihrer zeit äh, voraus ja das würde ich definitiv sagen einerseits stehen sie sozusagen am am ende oder relativ weit hinten in einer längeren kette einer längeren tradition die in der Zwischenkriegszeit einsetzt in ähm, jüdischer Geschichtsschreibung ähm, und Dokumentationstätigkeit, deren Zentrum in Wilna im äh, Jivo, im Jüdischen Wissenschaftlichen Institut lag, was fortgesetzt wurde während des Krieges durch geheime Initiativen um Emanuel Ringeblum im Warschauer Ghetto zum Beispiel, in Bia Vistok und anderen Orts, äh, wo gesammelt wurde, dokumentiert wurde, mit sehr ähnlichen thematischen... Schwerpunkten Mit sehr ähnlichen Methoden, wo eben auch Witze, Redensarten gesammelt wurden, wo Kinder motiviert worden sind zu schreiben, wo man ähm, Zeugnisse protokolliert hat von all denjenigen, die selbst nicht willens oder in der Lage waren zu schreiben, dass man ein möglichst breites Spektrum an Zeugnissen bekommt und eben nicht nur von einer ja, gehobenen bildungsbürgerlichen Schicht sozusagen, die es gewohnt sind ähm, zu schreiben. Also so gesehen waren sie. Relativ spät oder waren ein Glied in einer längeren Kette, aber ähm, all diese Bemühungen zusammen waren natürlich ähm, jetzt aus westlicher, nicht jüdischer Perspektive gesehen, äh, ihrer Zeit sehr weit voraus, also der der heutigen Holocaustforschung, die sozusagen eigentlich jetzt in den letzten Jahren erst angefangen hat, ähm, manche dieser Themen und Materialien äh, sich zu zu aufzugreifen und auch so den Grundansatz, dass sozusagen das die Perspektive der Verfolgten wirklich ein, ein tragendes Element einer der Geschichtsschreibung der Shoah sein muss, weil man sonst eben auch Gefahr läuft, sozusagen die blinden Flecken und, und sozusagen der Täterüberlieferung zu perpetuieren, dass das ein zentrales Element sein muss, ohne aber dann sozusagen der Gefahr zu erliegen, was vielleicht manchmal heute der Fall ist, dass man sozusagen in eine andere Einseitigkeit jetzt verfällt und eben nur die Perspektive der Opfer einnimmt. Ja, aber damit haben Sie die Bedeutung dieses Projektes nochmal sehr schön äh, deutlich gemacht. Mittlerweile habe ich eine Frage von Frau Riedle, die fragen lässt, dass ich sie in Erinnerung hat, dass die Sammlungstätigkeit der historischen Kommission noch umfassender war. Und die Mitglieder der Kommission auch mehrere deutsche bzw. bayerische Behörden kontaktierten. Stimmt dies und was passierte mit diesen Behördenunterlagen? Ja, also die ähm, Tätigkeit war umfassender, als ich das hier in der Kürze skizziert habe. Ähm, es wurden Fragebögen zum Beispiel systematisch an Landratsämter, an deutsche Landratsämter verschickt, wo der Versuch gemacht wurde, zu erheben, ähm, welche. Ähm, Lager zum Beispiel, in denen Juden inhaftiert waren, sich in dem jeweiligen Kreisgebiet gefunden haben. Dann wurde versucht, systematisch ähm, Quellenmaterial zu sammeln, was die Geschichte der Juden der jeweiligen Region dokumentiert. Das ist zum Teil von Erfolg gekrönt gewesen. Aus München gibt es einen größeren Quellenbestand, der ähm, so. Gesichert werden konnte und der auch Teil der Überlieferung der Zentralen Historischen Kommission ist, wie sie jetzt in Yad Vashem liegt. Aber ähm, das deutete sich vielleicht, wenn man es weiß, in einem Zitat von Feigenbäumen an, das ich gebracht habe: diese Kooperationswilligkeit sozusagen der deutschen Behörden, die war ohnehin nicht sehr ausgeprägt und dort, wo es sie vielleicht anfangs noch gegeben hat, ähm, war das auch schnell zu Ende sei es durch, durch personelle Wechsel vor Ort, dass sozusagen anfangs vielleicht noch Antifaschisten salopp gesagt am Ruder waren, die da durchaus ein Interesse hatten, dann auch zu dieser Dokumentationstätigkeit zu helfen. Und dann ist es ja sehr schnell so dazu gekommen, wenn es nicht von Anfang an in vielen Gemeinden so war, dass eben die alten Verwaltungsbeamten auch wieder am Werke waren und die natürlich kein Interesse hatten, dann womöglich ihre eigene Verfolgungsaktivität dann dokumentiert zu sehen. Aber das hat es gegeben, in äh, den Umfang kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber es, es gibt äh, hunderte solcher Fragebögen, die verschickt worden sind, und das ist alles in dem Material auch überliefert. Und eben in Yad Vashem im Grunde zugänglich. Genau, und zum Teil auch ähm, nicht so ganz leicht zu finden, aber ist vieles auch online tatsächlich jetzt äh, zugänglich. Mhm. Gut, denn es gibt keine weiteren Fragen unserer Zuhörer. Damit sind wir für heute Abend am Ende der Veranstaltung angelangt. Ich kann Ihnen dieses Buch nur ans Herz legen. Es ist, Herr Roth hat einen Auszug aus seiner Einleitung, die Sie noch etwas umfassender nachlesen können in dem Band. Und vor allen Dingen, Sie haben es von, durch die Lesung von Frau Reinecke gehört, welche eindrucksvolle Dokumente dort versammelt sind. Man kann nicht alles auf einmal lesen, aber vieles, vieles ist sehr, sehr lesenswert. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse, bei Frau Reinecke fürs Lesen, bei Herrn Beer für das Dabeisein aus Bergisch-Gladbach, bei Herrn Roth für die Einleitung und die Beantwortung der Fragen an das ganze Team. Ja, man kann Ihnen keinen guten Nachhauseweg wünschen, aber noch einmal bleiben Sie gesund und wir alle hoffen, Sie demnächst hier wieder in Person haben begrüßen zu dürfen vielen dank schönen abend auf wiederholung